Aber schauen wir mal, was sich ergibt. Wo sind wir denn? Ach so, ja, stimmt. Wir haben hier genächtigt. Und jetzt ist hell. Immer noch so dunkel, das Spiel, ne? Da kam gerade ein neuer Grafiktreiber. Ich war ein bisschen schockiert. Also diese Nvidia Experience. Haben sie neu aufgelegt anscheinend. Den aktuellen Treiber habe ich es nicht mehr geschafft runterzuladen. Mein Gott. Ah, das können wir hier machen. Aber ja. Da müssen wir hin, auf den Turm. So, mal gucken, wie... Ach so, das ist bei ihm da hinten. Okay, vielleicht können wir hier vorbei. Ja. Hier können wir vorbei. Da können wir durch. So. Da ist eine Leiter. Gehen wir mal gucken. Jetzt hoffe ich nur, dass wir keine Ärger kriegen. I created this system a little while ago to keep track of the rookies' PDAs. You know, in case they go missing after an emission. To locate Squint's PDA, we need to tune in to 3 points. I've already got 2, but the 3rd one is on you. Try not to fall, by the way. The last climber I had took a good month to recuperate. Schon hoch, ne? Ja, man sieht ein bisschen was. Ja, wir müssen ganz hoch, ne? Ja. In den Zeppelin. What the hell? Das Viech sieht aus wie von Braindead. The Red Monkey. Guter alter Film von Peter Jackson. So eine Splatter-Komödie. War, glaube ich, der 2. Film von Peter Jackson. Lange bevor Herr der Ringe kam. Toffel, einen wunderschönen guten Abend und Prost. Ah. Na, wie ist die Lage? Langsam wieder gesund? Non-Stop Energy Drink, Limited Edition. Okay. Nehmen wir mal mit, würde ich behaupten. So, Alter, wie soll ich denn da hoch? Oder hätte ich da unten drücken müssen? 50 Meter tiefer, Alter. Okay. Aber gut. Wir haben jetzt wenigstens mal das Ding hier leer geräumt. Wieder am Arbeiten, wie immer halt. Ja, so viel das halt so ist, ne? Heute Drohne zum Punktesuchen einsetzen. Oh, geil. Sehr geil. Ja. Macht ja voll Spaß mit so einer Drohne, ne? Wie gesagt, ich habe einmal habe ich es machen können. Und das war ziemlich cool. Da haben wir per GPS-Punkte haben wir von meiner Wohnung bis ins Nachbardorf zum McDonald's haben wir GPS-Punkte gesetzt. Einfach mal zum Testen, ob das gehen würde, dass man seine Bestellung abholt. Ne? Und das haben wir einfach mal hinfliegen lassen. Schön geguckt auf die Kamera, wie es geklappt hat. Und es war wunderbar. Einmal hin, einmal zurück. Lass das... Boah. 3 Kilometer vielleicht. Ins Nachbardorf. Das war schon interessant. Frequenz ändern, jo. Welche wissen wir es aber nicht.
Kollegen waren recht neidisch, das glaube ich gerne. Sehr geil. Bullets don't grow on trees, you know. Simmer down. Everything's gonna be alright. Stay low for now. Go mess around with flashes at the Gordon or something. Hey, Shoyev, bring me a bottle. We're drowning our sorrows tonight. Hm. I wish I could join you. That old prick Sukin has completely lost it. Says he's gonna shoot anyone he sees moping around. Can you believe it? All right, I'll try to figure something out about that ammo. I'll be in touch. War das jetzt schon? 4 Meter. Ah, hier muss ich was tun. Einschalten. Yeah, it seems to be working. I'll reroute more power to the amplifier. Oh, fuck! Damn it to hell! The, antenna is on fire. I know, okay? God damn it, Mission. I'll have to replace the coils again. Okay, let me think. There's another antenna nearby. It's an ancient piece of junk, but it worked the last time I had it checked. This one's gonna take at least a week to fix. Get to the other one. I've sent you the coordinates. Meter tiefer. Mhm. Okay. Hui. Oh, das tut aber eine Fingerweh, oder? So weit zu rutschen. 16 Meter tiefer. Wo ist denn da noch eine? Ich hab gar keine gesehen. Okay. Wir folgen dem Marker. The radio tower is under work protection. Entry is prohibited. Stand down, Lieutenant. Let him pass. I'm aware of the situation. Meter Tiefe. Ja, hoffentlich kriegen wir keinen Ärger mit dem Lieutenant hier. Mit dem wollen wir uns eigentlich noch anfreunden. 12 Meter. Oh, auf der anderen Seite. Kommen wir da überhaupt hin? Naja, hier können wir raus. Achso, war das einfach nur... Hat er mir nur den Weg runter angezeigt, oder was? Ja, wir müssen dahin. Okay. Wollen wir hoffen, dass es nichts passiert. Könnt ihr mal vorsichtshalber eine Knarre in die Hand nehmen. Nehmen wir die. Na, da wird doch die Schrotflinte. So. Oh, hier ist wieder ein Wirbel. Sehen aber nicht. Ah doch. Oh Gott, nein, ich bin drin. Ich bin drin. Nein. Nein. Oh Gott, was ein Glück. Wir haben ja gesehen, was mit dem Hund passiert ist am Anfang. Das Ding hätte uns zerfetzt. Das Feuer. Das ist überall Feuer. Die Geräusche, die sind creepy. Also wirklich. Oh, hier. Noch einer. Weg. Oh, noch ein paar. Alter. Alter.
Okay, falsche Waffe. Eieiei. Oh, Munition leer. Verdammt. Alter, aber jetzt lass mich doch mal ohne Knarre. Jetzt. Blute, wenn ich das Zeichen hier richtig deute. Kann ich da einen Verband drum machen oder so? Gibt sowas? Das ist ein Verband, oder? Hallo? Medikit. Okay, hat er genommen. Hat nichts gebracht. Okay. Nicht so clever. Dann müssen wir mal gucken, dass wir schnell wieder zurückkommen. Dass wir uns zusammenflicken lassen können. Wow, 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 wow. Okay. Dann nichts wie weg hier. Ja, aber nach wie vor. Das Spiel ist okay. Aber es haut mich nicht vom Hocker. Ich weiß nicht, ob sich da noch was ändern soll. Oh, was rennen da für Viecher rum? Ich werde immer noch verfolgt. Ich werde gejagt. Komm, schnell hier rein. Lass mich. Rein da. Wo bist du, Blinzler? Okay. Gefunden. Digga. Who the hell are you? And what are you doing here? Weg mit der Waffe. Ganz ruhig, ich bin ein Freund. Easy there. I'm a friend. See? My gun is down. Or maybe you're a ward bitch sniffing around here. Nah, you don't look the part. Those assholes think they're too good for stalker gear. If you're a friend, care to help a fellow stalker escape? Was it you who attacked them near the old bridge at night? Why? At night? No, I found the bastards at dawn. One was almost dead, so I finished him off.
You should have seen those assholes pushing us around a couple years back. So many good stalkers had to die because those bastards wanted to show everyone who's the boss in the zone. Blind dogs got more humanity than any warden. So an eye for a fucking eye. Why can't you escape on your own? The pigs from the ward have everything locked down. But I've got my own way. The stalker way. Den stalker way, weak. Weak. Got any ideas how to escape the lesser zone? Just one, but I need an artifact. Yeah, there's one in the cave nearby. What kind of artifact? How could it help you? What do you care? It's an artifact like any other. I just happen to know how to use it. Irgendwie traue ich dem nicht so ganz. Suspicious, yeah? Like, what kind of cave? Just a cave. Nothing special about it. But it has to be me that goes there, not you. All right, there's an anomaly field there. That's it, really. Okay. Right. I see. That's all I need to know. So can you help? It's a matter of life and death. All right. I'll get you the artifact. All right. Ooh, I know a stalker when I see one. Got a detector? I sure do. Why do you ask? I've seen stranger things. All right. I'll wait for your triumphant return. Okay. Mit mein bisschen Munition, was ich da noch hab, gehen wir mal die Lage checken. In dieser Höhle. Oh, auch wieder Köter da. Wie weit? Ah, 75 Meter. Viecher machen mich platt, ey. Hier wegschleichen. Was denn, Alter? Kümmert euch um das Schwein. Hier benutze ich. Oh, oh. Okay. Höhle. Im Haus oder was? Sieht fast so aus. Da. Keine Munition. Das wäre jetzt schön gewesen. So. Wenn die Mission schon ein Kinderspiel heißt, ne? Kann das ja nichts werden. Wo war Fühler? Ja, wo war er denn? Ich kann mal kurz was gucken.
Aber die ist qualitativ doch schon mal um einiges besser. Nur die Frage, ob wir auch entsprechend Munition haben für das Ding. Ja, haben wir. 31 Schuss. Okay, wir bleiben aber erstmal bei der Schrotflinte. Alter. Das klang jetzt gar nicht mal so gut, ne? Was zum Fick, Alter? Voll erschrocken gerade. Wo? Oh, natürlich Munition leer, ne? Oh shit, Alter. Was war das denn? Blödes Vieh. Mach's nicht so spannend, Dinger. Ah, in der Höhle. Höhleneingang. Ja. Vielleicht sollte ich die Waffe wechseln. Wo war das? I. Und mal die nehmen. Und auf wunderliche Weise haben wir wieder 31 Schuss, obwohl das die gleiche Knarre ist, also gleiches Kaliber. Ich pack alles ein. Du kannst mich nur einmal erschrecken. Yo, yo, yo. Oh. Schnell, schnell, schnell. Mach, Alter. Alter, das ist gar keine Chance. Das ist ja gar keine Chance. Vielleicht sollten wir doch erstmal zurück in die Stadt und ein bisschen Muni kaufen. Sofern ich hier wieder hochkomme. Nee. Nicht dein Ernst, Alter. Jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Komme nicht raus. Okay. Dann renne ich vielleicht einfach mal, ne? So. Energy Drink. Und gib ihm. Okay, hier muss die Anomalie sein. Wie nehme ich noch? Achso, ja, hier. Gut. Da.
Schimmel. Okay. Weg hier. Oh, das wird dann ein Ferkel. You got the artifact? Why the hell didn't you tell me about that scary thing in the cave? Would you have gone in there if I did? That's why. Here you go. Now hit the road. Well, ain't you a peach, stalker? I can't give you any money, sorry, don't got any. No gear either. Mine's all worn out. Well, except for this warden stuff. I got no clue what it is, but maybe it'll come in handy. So long. Zone willing, we'll meet again. Sensoren der Aufseher. Okay. Alrighty. Weg mit euch. Low Forest. Okay. So, dann wolltest du einen Sensor. Thanks for the help. You can't imagine how important it is for us to find him. Is Squint a friend of yours? Having friends? That's for the mainland. But sure, we used to be buddies. He has his reasons for hating the ward. He used to be an ordinary stalker, you know? He was alright sometimes, but other times, not so much. And then one day, he just snapped. It happens to all of us sooner or later. Why are these sensors more important than Squint? Because Squint made his choice, and the sensors recorded it, along with plenty of other stuff. If the ward gets their hands on this data, Korshnov will plaster our mugshots all over town. And then he'll hang us right beside them. I've got what you're looking for. My part is done. Now spill it about Sauter. I told you I never had any doubts about you, didn't I? He's an IPSF tech, a slippery type. You don't look like the kind of guy Sauter normally deals with. And who do I look like then? You look like a man with the remarkable ability to mess with idiots. Which makes us two of a kind, by the way. Seriously though, Sauter is a greedy coward. Always willing to stab someone in the back. How he ended up in IPSF is beyond me. Then again, IPSF is home to all kinds of scumbags. But how do you know Sauter? Tell me more about IPSF. Another security organization from the mainland that thinks it can push stalkers around. They always stay behind the perimeter, though. Mm-hmm. That's not much. Is that all you know? I knew Sauter before, in passing. So that motherfucker Suhin took him under his wing at the Sphere, huh? They say IPSF are mapping anomalies there. So that's how you know him. What were you doing at the old bridge? Looking for anomalies? Or was there something more to it? Hmm. Tell me more about the Sphere. They say it can be used to draw maps of anomalies. Nobody knows for sure, and anyone who does ain't telling anyone. It's a relic from Project X times. I'd stay away from stuff like that if I was you. Tell me about Suhin. He's the man in charge of the Sphere and Sauter's commanding officer. If Malachite published a guide to the worst scumbags in the zone, they put his ugly muck right on the cover.
He ordered his men to ice 2 stalkers once. You know why? For smuggling stuff he sold them himself, then realized he could get a better deal. If Suhin met a grizzly end, even Gaffer would be grateful, and he's an honest-to-goodness pacifist. Mm-hmm. I activated a certain device. There was a huge stream of light at the ward, and 3 strangers who tried to kill everyone. Yeah, I remember that little performance. You could see it from the post office, clear as day. I should have known you had a hand in it, but we're getting off topic. Taking the sphere by storm would be even dumber than walking into the zone without any bolts. I strongly advise against this course of action. But I've got an idea. Just tell me what I have to do. I learned something interesting. After the ward started raising hell, Suhin ordered his men to sweep the backup communication center under the ribs. Why? Are there monsters there? Worse. Evidence of Suhin's illegal activities. Get it? You might be able to find something useful in there. Something that'll open a door for us. Uh-huh. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Leutnant, Colonel, was auch immer. Also ich bin sowas von nicht begeistert von dem Spiel, dass ich gar keine Ambition habe, Nebenmissionen zu machen, um mich aufzuleveln. Na, wir machen einfach die Hauptstory und gucken, was passiert. Oh, was geht denn hier ab? Was? Alter. Also echt, das ist ein Scheißspiel, wirklich. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Und ich glaube, es ist auch das letzte Mal, dass wir das zocken. Also es ist echt scheiße. Motivation nicht mehr wirklich da. Ne, null. Also das... Mir gefällt's überhaupt nicht. Ich habe mir so viel mehr davon versprochen. Was suche ich? Wie soll's aussehen? Dann siehst du auch nichts. Also echt. Wieder ein Scheißding. Alter, f*** dich. Was ist das für eine Scheiße, ey? Ach, so ein Hu*** Dreck. Also, ohne Scheiß. So ein Müll von Spiel. Also, was soll das? Was soll das? Halt die Fresse. Lass mich in die Höhle. Scheiß auf das Ding. Oh.
Licht. Bitte. Das grüne Meier. Auch gesagt. Was soll denn das? Oh, was soll das? Dein Tennisschläger liegt in meinem Bett. Oh, was soll das? Also echt, das macht null Spaß. Null. Moin, Mia. Das kranke Hühnchen ist wieder da. Na, wie geht's dir? Etwas besser? Bock, bock. Dir geht's supi. Oh, das ging aber schnell dann. Gutes Immunsystem. Bock, bock, weil du das so... Oh, Wodka. Einstecken. Mia, das ist so eine Quälerei hier. So ein blödes Spiel, ey. Echt. So viel erwartet. Und so enttäuscht worden. Bin quasi kurz davor, das schon wieder auszumachen und dann mit Assassin's Creed weiterzumachen. Oh. Oh. Ein Liebertoffel. Vielen Dank. Oh, hier. Ein Loch ist im Eimer. Oh, was sind das für Viecher? Ja, ja, hier mit euren komischen Nachrichten da. Okay. Also solange man hier durch irgendwelche Räumlichkeiten marschiert und so, geht's ja noch. Dann ist es halt einfach ein Shooter. Oh, das hört sich nicht gut an. Aber alles andere ist Schmutz, Gossendreck. Das sieht jetzt nicht so sauber aus, tatsächlich. Erstmal hier die Lage checken. Was soll ich denn hier eigentlich? Ein Meter. Ja, da bin ich doch. Warte mal. Da. Lass mal die Lage checken. Oh, oh. Oh. Wieder so ein Unsichtbarer. Komm her, Digga. Tot. Alter. Das kann doch echt nicht wahr sein, oder? So, pass auf. Also so ein Schund, ne, da habe ich echt keinen Bock drauf. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Hast du nicht mal gesehen, wo der Schlag herkam? Ja, genau, genau. Unsichtbare Gegner. Nee, 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 nee. So, pass auf.